Eivor, danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kanan das zweite Gesicht. Teufelsbrut. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten nach Glowecaster zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kennern mein... Ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Und Eivor? Ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Ah, okay. Er ist doch ein ordentlicher, oder? So. Ich habe mich da getäuscht. Irgendwie ist er doch sympathisch. Aber dass wir ihn allein lassen, ein bisschen... Naja, okay. Ja! So fährt... Du bewachst die Schweine. Nein. Will keine Wäscheleine sein. Ich verstehe die jetzt nicht. Eivor, da bist du hier. Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines köstlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but path nigh usually south. To Debrivor. Alles klar. Aber du hast ihm die Haut gerettet? Das hätte ich gern gesehen. Euch beide zusammen. Ich habe Zweifel an Tedwe. Ich habe mein Wort gegenüber Kennern gehalten und das Küken Tudor lebt. So zurückhaltend, Eivor? Ich hätte eher erwartet, dass du dem jungen Manieren einprügelst. Ich habe dem Großteil Englerlands die Hand gereicht, Gunnar. Und mich bei Schlimmeren als Tudor gezügelt. Ich habe Durst. Dann probier den Apfelwein aus der letzten Ernte. Ja. Skål! Skål! Du hast mich zu einem Mummenspiel eingeladen. Was für ein Unfug ist das? Woher weiß sie unsere Sprache? Die Bewohner von Glowecaster halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmahlen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Oh Gott. Das ist doch keine Verkleidung, nur ein Umhang und ein paar Knochen. Nach was? Du verkörperst die Marilut perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilut, dem Geist, der für Kuchen und Ale singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Ich behalte ihn an, doch selbst mit einem Messer an der Kehle bringt man mich nicht auf Befehl zum Singen. Schade. Ich kenne deine Stimme, glockenklar. Lerchen fallen von Neid vom Himmel. Gunnar, wenn sonst niemand so angezogen ist, scheuche ich Schafe in deine Schmiede. Ich gehe als Marilyn von Tür zu Tür. Na, hier ist ja die erste Tür. Das Haus. Was ist das Haus? Klopf, klopf. Bitte, was willst du denn? Oh, Marilut. Stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Sauwin Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Süß will ich essen. Bin wie besessen. Kam sogar her dafür. Haha, hier, Süßes für Marilut. Du hast es dir verdient. Eines trickreichen Geistes. Geil. Können trickreiche Geister sehen? Die Augenlöcher dieser Maske sind furchtbar. Es braucht nur eine Maske und süße Kuchen, um dich in einen fröhlichen Skalden zu verwandeln.
Ich werde nicht singen, Gunnar. Ist ja wie, Halloween. Süßes oder Saures. Hier oben ist noch ein Haus. Ist ja echt so wie Halloween, guck mal. Die Kürbissen hier. Machen wir mal erstmal hier. Ach so, hieß nix. Ist hier irgendwas? Bullochse. Okay, dann gehen wir mal da klopfen, komm. So wie Halloween, ne? Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon. Ich gehe umher, klopf viel und sehr, will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt. Warum krieg ich vergar mit der Käse? Kerle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Oh oh. Was passiert jetzt? Sieht besonders aus. Guten! Den Göttern sei Dank. Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr. Sieh sich einer die Kuchen an. Honigsüß, Gunnar. Guck dir das an. Gunnar? Meine Kuchen. Hey. Was ist denn hier? Strecke deine Flügel, Sühnen. Ah, da hinten. Ich bin gekommen, um zu reimen. Hinter Mauern kann sie lauern. Die Haube versteckt sie gut. Und jedem Haus sagt sie voraus, es ist die Marilud. Sehr gut. Nein. Oh, ich will rein. Gunnar? Die Schafferäter! Falschen Götter und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch! Was ist denn hier los? Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge, dass du so mit einem vom Rabenclan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nähen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Ja. Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen. Da helfe ich gern. Christ im Tor. Das ist crazy, ne? Dein letzter Schlag! Euch sollten wir lebendig verbrennen. Sicher, dass du nicht in Gloucester bleiben willst? Die wissen, wie man Spaß hat. Der war einiges aus, ne? Ja, was anderes außer diesen Überschlag. Das dauert nicht lang. Mein Torsbart! Mein Bein! Gönner! Oh nein. Genug! Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht. Dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Tilukis, Modron so Gumpas de Patch des Laden. Wird er wieder laufen können?
Die Wunde ist tief. Wenn ich das Bein nicht retten kann, freuen sich die Schweine. Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Gloucester den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwyneth, Liebes, geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey, ihr, gib mir Kraft! Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor, vergnügt dich und versucht, Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Der ist da hinten, okay. Haben wir immer noch die Rüstung? Das ist von meiner Rüstung, ne? Dieser Kragen. Nee, ist ja nicht von meiner Rüstung. Ja, egal, haben wir ihn auch mit. Oh. Ich würde sagen, das alles machen wir dann beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Oh. Hey Leute, es geht hier weiter bei Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Heute kann ich aber nicht so lange aufnehmen. Ein Stündchen. Das geht mit bitterem schon. Ale und lieben Freunden. Ein gutes Ende für einen Tag. Okay, wer sind die denn? Endlich mit deinen Gedanken allein. Eivor. Vielleicht. Ja. Jeder Augenblick ist süßer, wenn du der Erntekönig bist. All diese Fülle, bald bin ich ein Teil von ihr. Doch iss, trink! Genieße, was Gloucesters reiche Wälder zu bieten haben. Was, ich wichse gerne, was? Ich dachte, die Kirche verurteilt diese Festlichkeit. Ich bin nicht die Kirche, ich bin Quillen. Ich fand erst vor 3 Jahren zu Gott. Du siehst aus wie ein Mann mit Vergangenheit. Was warst du, bevor du Mönch wurdest? Ich? Ein Getreidebauer. Musste ein paar Mal zum Schwert greifen, um meine Ernte zu schützen. Was hat dich zu Gott geführt? Man muss einfach was ändern, wenn man das 3. Mal ohne Hose in der Gülle aufwacht, ohne zu wissen, wie man dahin kam. Gefällt dir Gloucester? Ja, es ist schön hier. Schade, dass sie ihren Aldermann verlieren. Genieß die Festlichkeiten, Quillen. Ja, ich werde was trinken. Schon krasser Fest hier. Komm, wir gehen mit ihm. Eivor, da bist du ja. Tudor? Sei gegrüßt. Der gute Quillen hat meine Ehre in einem Trinkwettbewerb herausgefordert. Mach mit! Der Junge ist leichte Beute. Gib mir einen Becher. Dann her mit dem Ale. Och nein, nicht das. Für mich auch eins. Quillen, der Kriegermönch. Nun können wir unsere Willenskraft beim Trinken messen. Ale macht selbst die schärfsten Klingen stumpf, Eivor. Auf heilige Feuer und feuchte Augen. Im besten Rausch lässt man sich treiben. Auf Wogen der Weisheit. Skoll! Okay, ich dachte, wir müssen das Trinkspiel machen. Das wäre kacke. Ah, ist doch scheiße. Ich kann das aber nicht. Was? Wie viele sind Hörner sind das? Ist der Ernst? 6 Stück? Nächster Halt ist der Bohr. Hab doch! Ich hab doch... Ah, schau, auf F gedrückt, okay. Ich hab schon Zeug geschnitten.
Nicht so sauber. Fuck. Wann fängst du an? Ah. Schon mal zu früh, ja? Scheiße, so knapp. Ich kann das nicht. Muss ich vorweg mal sagen. Ich hasse das aber auch. Wie oft man da Trinkspiel macht. Gut gemacht, Judah. Eine Wohltat für meine Seele. Egal. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte Verbündete. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Leben und meinen Tod. Tod? Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. So wie Aldermann Zimkin vor mir und alle vor ihm. Ein schrecklicher, barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Ein wahrer Vater opfert sich für die Seinen. Er gibt alles, sogar sein Fleisch und Blut. Eine große Ehre, doch ein trauriges Schicksal. Wenn du das so sagst, erinnert es mich an Christus. Junge, nun verstehst du vielleicht, dass ein Mann wie ich den Wert in beidem sieht. Trinken wir also auf Aldermann Kennern! Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Judah. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Ist so ruhig hier, ne? Musik kommt auch mal zu Einsatz. Was ist das? Wasser! Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt den Mann gehört. Gebt ihm etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Leugne es nicht. Und das tut mir leid. Wie der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einem herzlosen Heiden. Ich liebe die Fünfe. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Mann. Wir haben eine Freundin, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen, wir können keinen Mann anbaggern, gerade einen Mann. Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigid. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja, mein erstes Bündnis als Aldermann. Warum soll ich den anbaggern? Ich nehme an, leisten wir einen Schwur. Wie beginnen wir? Ja, der beste. Der beste Vertrag und das beste Bündnis. Auf den Vertrag. Auf den Vertrag. Den besten. Oh Gott. Die Leute schlafen. Mehr Ale, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Hier lang,
Pass auf die... Oh Gott. Die schwarze Sau auf. Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Schwein, oh, das dich nachts nach Hause jagt. Ach du Heilige. Albernheiten, um Kindern Angst zu machen. Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume. Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Ich muss pissen. Ah, große Schwärze jagt Sterne über den Himmel. Ein Gewirbel aus Farbe und Licht. Wusch! Wir sind da. What the fuck? Hier. Genau hier rein. Geil. Wie viele Leute hier unterwegs sind? Judah! Judah! Ach, sind keine mehr da. Judah! Wo bist du? Jetzt sehen wir auf die Gasse fällt. Top. Ich liebe solche Szenen, wa? In allen Spielen. Und die einfach nur besoffen rumher trollen. Streiche. Das ist ein bisschen wie Metro, ne? Passiert. Metro Exodus. Und die Wirkung des Gebräus hält noch an. Judah, bist du hier? Die erste Nacht von Samhain. Judas Leibwächter. Messer getötet. What the fuck, was gang? Was gang hier ab? Direkt vor unserer Nase eigentlich. Die Vase wurde zerbrochen und ist voller Blut. Hat man sie als Waffe benutzt? Blut. Könnte Judas sein, wenn er derjenige war, der hier langgezogen wurde. Durch. Der Wache wurde schlammige Fußspuren. Jemand hat sich hier versteckt. Was geht hier vor? Öffne die Tür! Komm sofort raus! Ein Problem. Wir haben nicht alle Hinweise, ne? Was soll das bedeuten? Blut tränkt unseren Boden und deine Waffe ist auch voll davon. Cannon, bitte. Hier ging mehr vor sich, als du siehst. Gewähre mir das Recht, meine Unschuld zu erklären. Ich hätte Judas Bedenken, ob heidnischer Gäste Gehör schenken sollen. Und nun hat er mit seinem Leben bezahlt. Ohne Judas hat Gloucester keinen alter Mann. Auge um Auge. Dein Rabenclan verliert seinen Anführer. Ergreif den Mörder! Ich, hallo. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ich bin gerade am Trinken, da wollte gerade was einschütten. Was ich gar nicht damit gerechnet habe. Meine Hände sind voll mit altem Blut des neuen Königs. Ich sollte besser nicht auffallen. Ist denn hier noch ein Hinweis? Da war man doch schon. Ach.
Willems Beutel. Ich frage mich, ob noch was von seinem stärkeren Zeug übrig ist. Aber warum ist er hier? Ich nehme ihn besser mit. Oh. Gut. Was bedeutet das also? Die Mörder versteckten sich hier und lauerten, während wir uns draußen näherten. Sie sprangen aus dem Schatten, um die Leuchtlichter zu töten und Judah zu überwältigen. Dann zogen sie ihn fort. Damit wäre alles erklärt. Außer Willems Kräuterbeutel. Willems Zeug macht mir immer noch zu schaffen. Vielleicht weiß Mutter Modron, woraus es besteht. Mutter Modron? Wo ist die denn? Arbeitet am Fluss der Glowwood-Kiste als Heilerin. Hier? Werden die Leute gesucht, deswegen porte ich mich einfach hier hin. Okay. Wo soll denn jetzt hier die Maske an? Zeig es mir. Aber das ist ja nicht mal der Fluss, ne? Guck mal da hinten nach. Okay. Maske an. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. So, richtig. Ach, hier ist es. Oh, hallo, mein Kleiner. Die Unke und die Spinne spinnt und gleich noch folgt die Eule. Der Sternenlicht am Mond zerbricht unter schaurigen Geheule. Oh Gott. Der Sternenlicht am Mond zerbricht unter schaurigem Geheule. War richtig? War das richtig? Junge, kannst du aufwachen? Oh, das war eine Peitsche. Ach, hier ist es, okay. Das war irgendein Haus. Da ist Modron, da vorne. Ja, ich sehe sie doch. Sei gegrüßt. Mutter, der Freund von dem mit dem zerhackten Bein. Der bin ich. So ist es. Ich bin überrascht, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Nein, gar nicht. Ich wachte in Tudors verwüstetem Heim auf. Blut, doch keine Leiche. Kenons Männer suchen mich wegen Mordes. Oh oh, hast du ihn erstochen? Mutter, darf ich sehen? Blut, aber keine Leiche? Dann müssen wir herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Erkennst du den Inhalt dieses Beutels? Das ist recht ungewöhnlich. Es gibt einen Druiden, der dies als Einschlafhilfe mischt. Ein Mönch namens Gwilym schüttete gestern davon etwas in meinen Trunk. Die Wirkung war mächtig. Durchsucht die Häuser! Er kann nicht weit sein! Die suchen nach dir. Wenn sie erfahren, dass ich dir half, bin ich als Nächster dran. Kannst du... Ich habe nichts und niemanden gesehen. Mutter,
Wenn der Fremde mehr von den Kräutern will, kann er doch mit dem Druiden Harwin sprechen. Ja, Harwins Hütte ist an einem See, wo sich der Fluss Cherwell und die große Use treffen. Ich danke dir, Michonne, aus Walking Dead. Er spricht nur selten mit Sterblichen. Ihm sind Geister lieber. Nun, ich habe etwas in Rollendreh zu erledigen. Suche mich später dort auf. So, so eine Bekannte, glaube ich, Synchro-Stimme, ne? Die bei dem Sehen, ah, der Mündung des Cerwell. Die große Uso. Use. Östlich. Teil von Glowkester. Es liegt bei einem See nahe der Mündung des Cerwell. Hey. Aus der Athenen, das ist die Thermese. Große Use. Ach, Gloucester Shire, oh. Hier irgendwo, ne? Ein Ochsenfort, oder wo ist das? Hier. Wir sehen uns dann gleich. Warte mal, ich muss hier einen, den einen wegmachen. So. Wir sehen uns dann gleich. Dort. Bis gleich.